sondern eine typische nachgepresserte Pferde Niro. Die Niros, wissen Sie alle, sind spätentwickelnde Pferde. Und danach kommt dann Calypso 2. Dieses Blut mögen wir sehr gerne bei den Dressurpferden, weil es später dann die Kraft gibt, die wir brauchen für die hohen Versammlungen. Den großen Trab, das kommt ganz von alleine bei diesen Pferden. Und deshalb haben wir ihn damals hier in Hannover erworben, auf der Führung oder nach der Führung. Und wir glauben sehr an das Pferd. Und Schirina zeigt ihn hier wiederum in aller Ruhe und Gelassenheit, so wie wir die Pferde zum Reiten brauchen. Und wie Sie so selber gerne sehen. Thank you.